Jesus hat ein offenes Herz für jeden von uns. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir lesen heute, als Jesus weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, aßen viele Zöllner und Sünder zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Und es folgten ihm schon viele. Im Buch Resilienz von Frau Dr. Bries heißt es: Offenheit setzt innere Stärke und Persönlichkeit voraus und ist gleichzeitig ein Ausdruck dafür. Verschlossenheit fängt dort an, wo Schwäche und Angst herrschen, und hört dort auf, wo Stärke und Identität beginnen. Jesus ist sich seiner göttlichen Identität und Stärke bewusst. Ja, er nennt sich den himmlischen Arzt, der zu uns Menschen gekommen ist und mit offenem Herzen auf jeden von uns zugeht, auch auf den größten Halunken, wie zum Beispiel den Levi. Und das Schöne ist, Gott kommt nicht in seiner Erhabenheit, Majestät und Größe, um uns Menschen unser Elend zu zeigen, sondern er erniedrigte sich und wurde selbst Mensch, um so in Augenhöhe mit uns reden zu können, um unser Elend zu zeigen und uns herauszuführen aus diesem Elend in dieses wunderbare Glück, das er uns bringen will. Für mich persönlich bedeutet es, keinen Menschen zu verachten, lieblos über ihn zu reden oder ihn zu verurteilen. Von Jesus darf ich lernen, offen auf alle Menschen zuzugehen, versuchen, sie zu verstehen, auch wenn ich nicht alles gutheißen kann, und ihnen zu helfen, diesen wunderbaren Weg zu entdecken, den Jesus uns zum Vater im Himmel, zum wunderbaren Glück für alle Ewigkeit zeigt. Und so geschehen große Wunder der Verwandlung der menschlichen Herzen. Aus einem Halunken namens Levi wurde durch die Offenheit Jesu ein großartiger Mensch namens Matthäus, der viele Menschen durch sein Evangelium den Weg zur wahren Freude gezeigt hat und weiterhin zeigt. Jesus, bitte vergib uns all unsere Verschlossenheit den Mitmenschen gegenüber, aus unserer Angst und Schwäche heraus, und schenk uns deine Offenheit, deine Liebe zu allen Menschen. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef, der Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, des Heiligen Judas Thaddäus, aller Engel und Heiligen im Himmel, binde, breche und entmachte ich alle Flüche, Verwünschungen und negativen Festlegungen, die euch, eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben, und setze euch frei davon. Dem Namen Jesu trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Und bitte die Mutter Gottes, sie möge all dies Negative durch ihr unbeflecktes Herz in Segen und Heil für euch alle verwandeln. Und so segne, heile, stärke und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Durch einen wünsche einen gesegneten und wunderschönen Tag.